Guten Morgen. Im aktuellen Streitfall einer Krankenkasse gegen das Bundesversicherungsamt kam es zu einer interessanten Rechtsprechung, die ich Euch nicht vorenthalten will. Vorneweg sei gesagt, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass es nichts schadet, wenn man sicherheitshalber B12 supplementiert und vor allem sein Blut regelmäßig auf B12 testet und dabei gar nicht den Blutserumswert, sondern eher den Holotranscobalaminwert, also das aktiv gebundene B12. Wer mehr über das Blut und wie so ein Test überhaupt abläuft erfahren will, der kann sich auch gerne meine Dokumentation über den Weg des Blutes anschauen, die ich Euch oben in den Infokarten verlinkt habe. Also, das Gericht hat in seiner Urteilsbegründung folgendes Statement verfasst: Bei veganer Ernährung sei nicht allgemein ein Vitamin B12 Mangel mit hierdurch verursachten Erkrankungen zu befürchten. Das Urteil ist vom 2.6.2016, also brandaktuell. Das Gericht hat hierfür Experten und Mediziner gebeten, hier fachlich ein Statement abzugeben, und diese haben offensichtlich keinen Beweis erbringen können im Sinne der Anklage, die einen Vitamin B12 Mangel als Gefahr eines veganen Lebensstils ansieht. Aber worum ging es eigentlich genau? Eine kleine, sich ökologisch positionierende Krankenkasse hat damit geworben, dass aufgrund des potenziellen Mangels von B12 bei sich pflanzlich ernährenden Menschen diese in der Krankenkasse einen kostenlosen B12-Test jährlich durchführen lassen können. Das Bundesversicherungsamt hat diesen Passus verboten und daraufhin hat die Krankenkasse geklagt. Dann kam es dann eben zu diesem Urteil. Jetzt muss man ernsthaft mal darüber nachdenken, inwieweit der B12-Mangel tatsächlich ein Problem der Veganer ist. Ich bin ja ein Freund, immer wieder sicher geglaubtes Wissen zu hinterfragen, und ich habe auch eine Rohkostfreundin, die Silke, und bei ihr ist es so, dass ich das sehe, dass sie überhaupt nicht supplementiert seit Jahren und ihren B12-Spiegel stabil hält. Aber da scheinbar in den Medien und der Meinung vieler für mich wichtiger Menschen es einen Konsens darüber zu geben scheint, dass Veganer auf B12 aufpassen müssen, habe ich das einfach so aufgenommen und auch so angenommen und auch so weiter kommuniziert. Und man kann sich bei der Klage und bei dem ganzen Verfahren auch sicher sein, dass die Krankenkasse, die geklagt hat, ihrerseits wohl auch Studien und Experten dargeboten haben, um zu beweisen, dass Veganer einem B12-Mangel unterliegen oder eine größere Gefahr haben. Aber das wurde nicht bestätigt. Es ist keinerlei Beweis erbracht worden, dass Veganer irgendwie einen B12-Mangel haben, mehr als die Leute, die Fleisch essen. Dass für Vegetarier dieser B12-Mangel nicht in dem Maße existiert, davon bin ich auch ausgegangen. Aber Veganer haben bisher für mich auf jeden Fall, stellen für mich eine Risikogruppe dar, was das B12 angeht. Vielleicht ist das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz auch komplett inkompetent, und es ist ja auch noch möglich, Berufung einzulegen und die Klage in einer höheren Instanz quasi neu auflegen zu lassen. Aber zumindest lässt dieses Urteil mal ganz deutlich aufhorchen. Und es ist ja auch so, dass mit dem Vitamin B12 als Tablette und als Spritze ja auch nicht wenig Geld eingenommen wird und entsprechende Interessengruppen sicher alles daran getan haben, diesen Mangel in den Köpfen der Menschen zu manifestieren. Aber mein Bild hat sich mit diesem Urteil auf jeden Fall erstmal destabilisiert. Noch einmal, wirklich der Der Originalwortlaut des deutschen Gerichtes war folgender: Bei veganer Ernährung sei nicht allgemein ein Vitamin B12 Mangel mit hierdurch verursachten Erkrankungen zu befürchten. Das ist ein Statement. Man muss allerdings auch bedenken, dass die vegane Massenbewegung erst in den letzten Jahren so richtig ins Rollen gekommen ist hier bei uns in Deutschland und man gar nicht so viele Untersuchungen bezüglich der Bioverfügbarkeit von B12 aus Pflanzen vollzogen hat. Man ist einmal dem Argument gefolgt, dass B12 aus Pflanzen kann nicht verstoffwechselt werden. Vieles auch von diesen sogenannten Expertenmeinungen, die beziehen sich auf logisch hergeleitete Zusammenhänge, wobei gerade in der Medizin und dem Verständnis für den Körper wir ständig uns revidieren oder zumindest differenzieren müssen. Das erkennen wir an der Geschichte. Gerade passend zu dem Gerichtsurteil, basierend auf fachlich fundiertem Wissen, da ein Gericht nach Faktenlage entscheiden muss und nicht nach Vermutung, gab es auch eine relativ aktuelle Studie von 2014, die ich Euch genau wie das Urteil unten in die Infobox verlinke.
Da wurde in vitro und auch dann anhand also im lebendigen Körper, also in vivo, dann festgestellt, dass B12 von einer Rotalge, was bei uns jetzt als Nori-Algen bekannt sind, ja, dass diese nicht nur den Jodbedarf decken kann, sondern dass bereits 4 Gramm Algen, Nori-Algen, auch den Tagesbedarf an B12 beim Menschen deckt. Und hier ist nicht der Gesamt-B12-Gehalt gemeint, sondern wirklich das, was vom Körper auch aufgenommen wird. Das ist unten in der Studie. Also meine Sichtweise auf B12 verlagert sich gerade und hat sich auch mit diesem Urteil schlagartig geändert. Ich werde trotzdem mein B12 noch weiternehmen, weil ich nicht der Meinung bin, dass es schadet. Aber ja, am Ende der Dose, die ich noch habe, überlege ich sicherlich, ob ich einfach mal das Experiment wage und auf B12 zu verzichten. Aber natürlich werde ich mein Blut weiter testen lassen, also insbesondere Holotranscobalamin. Ich finde, die B12-Diskussion auch ist wieder mal so ein klassisches Beispiel dafür, wie eine persönliche Meinung sich ja einfach etabliert aufgrund von Aussagen von anderen und die man als glaubhaft einschätzt, die aber ihrerseits auch nur die Fakten von irgendwoher übernommen haben. Und ja, und letztlich scheint die aktuelle Datenlage, die Kompetenz des Gerichtes mal vorausgesetzt, ja, dass es da derzeit keinen Grund gibt, dass das Vegane einen B12-Mangel haben sollen. Das ist für mich so, boah, das ist so ja, so krass, ne? Ich habe bisher anders gesehen, aber aktuelle Lage der deutschen Gerichtsbarkeit, die empfinden das so. Und die Studie, die ich euch verlinkt habe, dass aus B12 das auch bioverfügbar von Pflanzen für uns möglich ist, das auch. Und auch eben zum Beispiel jetzt die Silke und andere, die halt ohne B12 zu supplementieren einen stabilen B12-Spiegel erhalten. Und auf der anderen Seite stellen halt die ganz, ganz vielen Informationen und vor allem oft die lauten Informationen. Ne? B12, ihr müsst das machen und so weiter. Also beginnt jetzt eine neue Zeit für die Veganer, ja, die sich ja häufig mit dem Argument rumschlagen mussten, dass man ja als Veganer supplementieren muss und dann eigentlich gar nicht von einer natürlichen Ernährung sprechen kann, eben wegen der Supplementierung. Aber das wirft dann natürlich auch die Frage auf, waren es wirklich die B12-Hersteller, die diese Aussage in unsere Köpfe gesetzt haben, oder vielmehr die Fleischindustrie, die damit natürlich auf die hohe Wertigkeit des Fleisches für die Ernährung referieren konnte. Denn wenn das Argument B12-Mangel der Veganer wegfällt, ist eins der ganz großen Anti-Vegan-Statements Geschichte und dann wird die vegane Welle erst richtig an Fahrt aufnehmen. Ich bin gespannt, wie sich das Thema vor allem im wissenschaftlichen Kontext weiterentwickelt, und ich habe meine eigene Meinung, die ich bisher hatte, ganz klar zurückgefahren. Ich beobachte jetzt und ja, werde dann einfach sehen, wie ich mich dann auch weiter verhalte in Bezug auf meine B12-Supplementierung. Ja, und wie immer, wenn Euch meine Recherchen und auch die aktuellen Informationen und Studien und Urteile und Forschungsergebnisse und so weiter, wenn Euch das weiter interessiert, dann abonniert meinen Kanal hier oben und wir sehen uns dann täglich wieder. Und genau, bis dann, bis morgen, macht's gut, Euer Christian. Ciao.